Herr Präsident, Frau Ministerin, Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir beschäftigen uns heute ja auch einen Teil mit unserem innenliegenden Bewusstsein, mit dem deutschen Wald. Zumindest die Menschen, die vom Lande kommen, haben einen starken inneren Zugang zum Wald und es gehört zu unserer Lebenserfahrung dazu. Und das ist natürlich auch gut, dass wir da Betroffenheit haben. Bei der Vorbereitung der Rede habe ich noch mal darüber nachgedacht, was passiert da eigentlich? Und es ist ja ein unglaubliches Geschenk, das wir bekommen mit der Photosynthese. Und das ist ja der Hintergrund, über den wir überhaupt sprechen, über die Photosynthese. Was passiert? Aus Kohlendioxid und Wasser wird Sauerstoff und Kohlenstoff. Und das ist ja der Prozess, der überhaupt alles das, worüber wir reden, möglich machen. Und ich würde eigentlich alle bitten, anzuerkennen, dass wir in diesem Prozesskreislauf denken müssen. Und das bedeutet, dass wir Holz, das gewachsen ist, das uns ja geschenkt worden ist, dieser natürliche Prozess ist ja ein Geschenk, dass wir das mal wahrnehmen. Und ich persönlich glaube, dass wir wie bei anderen natürlichen Bestandteilen es nicht wertschätzen. Genau wie wir häufig Wasser, weil es hier genügend da ist, nicht wertschätzen, schätzen wir auch Holz nicht wert. Und wir bepreisen etwas über Märkte, das wir so gar nicht bepreisen können. Und deswegen, wir haben zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der CDU, ich glaube, ein ordentliches Papier geschrieben. CDU, CSU. Ich glaube, ein ordentliches Papier geschrieben. Und ist auch der richtige Ansatz. Und genau wie bei der Digitalisierung ist das Finanzmittel und die Idee aus dem Parlament entstanden und nicht aus der Regierung. Und wir haben es auch möglich gemacht, dass wir einen Zuwachs von 850 bis 900 Millionen Euro in diesen Haushalt bringen konnten und der Ministerin vorlegen konnten. Und die Ministerin kann jetzt exekutiv damit umgehen. Und ich finde, dieses Parlament darf auch ruhig selbstbewusst sein und stolz auf sich, dass es das als Parlament geleistet hat. Ja, man muss das unterscheiden. Wir sind ja souverän, die Ministerin darf ausführen. So. Wenn ich jetzt aber dem Kreislauf folge und Holz als das wahrnehme, was es im Naturkreislauf leisten kann, dann würde ich Sie alle bitten, dass wir zwei Faktoren im Auge behalten. Den einen Faktor, den haben wir jetzt beschrieben, nämlich zu versuchen, den Wald, Holzanbau wieder zu regenerieren. Und ich sage Ihnen, das ist eine extrem schwierige Aufgabe. Und Harald Ebner, so einfach, wie du das hier darstellst, und mit diesen einfachen Tricks, so läuft es nicht. Da braucht man einen längeren Atem. Und wir haben ergänzend zu dem gemeinsamen Antrag mit der CDU, CSU einen weitergehenden Vorschlag gemacht. Und zwar Holz in den Kreislauf zu bringen. Und das bedeutet, dass wir den CO2-Speicher Holz möglichst lange im Verkehr halten. Das heißt, es darf nicht verrotten, es darf nicht energetisch verwertet werden, sondern es muss im Holzbau verwendet werden. Und ich glaube, da ist die ganz, ganz große Chance. Ich kenne zurzeit kein Land auf der Welt, das besser ausgebildete Handwerker hat als dieses Land. Alle Zimmerleute, alle Schreiner, alle Tischler, alle Dachdecker sind dazu in der Lage, Holz im Bau einzusetzen. Und es ist unsere Aufgabe, per Gesetzgebung möglich zu machen, dass Holz einen ganz anderen Stellenwert auf dem Bau bekommt. Holz ist auch von der Statik her extrem belastbar. Und wir schaffen uns einen Zeitpuffer von 50 bis 100 Jahren, wenn wir das Holz länger im Bau behalten. Ich habe gelesen, ein Einfamilienhaus ist dazu in der Lage, 80 Tonnen CO2, wenn Holz eingesetzt wird, zu speichern. Das wird unsere Aufgabe. Und Kolleginnen und Kollegen, wir sind dazu in der Lage. Wir haben die handwerkliche Ausbildung, wir haben das duale Berufsausbildungssystem
um das zu machen. Dafür müssen wir aber aktiv werden. Wir müssen das Baugesetzbuch verändern. Wir müssen mehr Holzbau möglich machen. Harald Ebner, einfach in den Antrag der SPD reingucken, den wir geschrieben haben. Lernen und akzeptieren und bei uns mitmachen. Wir werden das umsetzen. Die Kolleginnen und Kollegen der CDU, CSU waren ja auch willens, bei dieser Waldumbauinitiative mitzumachen. Also ganz gemach. Und ich glaube in der Tat, wenn wir dort deutlich besser werden, wenn wir dem Handwerk die Chance geben und dann bitte zusammen mit der Waldwirtschaft und der Forstwirtschaft das untergehakt gemeinsam zu machen, dann haben wir eine reelle Chance, Wald und vor allen Dingen Holz den Stellenwert zu geben, den es verdient, und endlich klarzumachen, es ist etwas, was uns grundsätzlich von der Natur geschenkt wird und was wir auch entsprechend honorieren und achten müssen, genau wie alle anderen Produkte der landwirtschaftlichen Erzeugung, wo wir Achtung entgegenbringen müssen, Kolleginnen und Kollegen. Und hiermit haben wir auch die Möglichkeit, dem eine Wertschätzung materieller Art zu geben. Herzlichen Dank. Rainer Spiering für die SPD.